Ganz herzlich willkommen zu diesem Einführungsvideo zu Pioneers of Politics. Mein Name ist Elke Fein. Ich bin Politologin und Geschäftsführerin des Instituts für Integrale Studien in Freiburg und habe diese Gesprächsreihe im Frühjahr 2020 initiiert. Und das Ganze ist Teil unseres laufenden EU-Projekts Leadership for Transition oder kurz LIFT Politics. Und weiter sind heute mit dabei meine Kollegin Bettina Geiken vom IFES und Harald Schellander vom Institut für Zukunftskompetenzen in Klagenfurt, die sich gleich noch selber kurz vorstellen. Das Ziel unseres LIFT Politics Projekts und auch dieses Kanals ist es, eine neue, kooperative, tiefere Qualität von Politik zu erforschen, die gleichsam aus der Intelligenz des Herzens kommt und sich aus einem ganzheitlichen, einem integralen Bewusstsein speist. Ja, was das genau bedeutet, dazu gleich noch mehr. Ein wichtiges Merkmal dieser neuen Qualität von Politik ist jedenfalls, dass sie auf die Intelligenz und die Weisheit der vielen angewiesen ist. Sie ist also ko-kreativ und deswegen drehen wir dieses Video hier auch zu dritt, stellvertretend für ein größeres Team, das natürlich im Hintergrund auch noch beteiligt ist. Und damit gebe ich erstmal weiter an Bettina. Ja, gerne. Danke, Elke. Wie gesagt, mein Name ist Bettina Geiken, wie Elke am Institut für Integrale Studien. Und auch zusammen mit Harald Schellander sind wir alle Partner in einem EU-Projekt Leadership for Transition Politics, aus dem auch diese Videoreihe entstanden ist. Und zu diesem Projekt findet ihr auch noch mehr Informationen in der Beschreibung. Und damit gebe ich erstmal weiter an Harald. Danke, Bettina. Ja, liebe Grüße aus Österreich, daher komme ich nämlich. Ich führe auf diesem Kanal einige der deutschsprachigen Interviews und bin auch gemeinsam in unserem Projekt mit Indra Adnan in Großbritannien. Und das hat zur Folge, dass wir beide gemeinsam drauf schauen, dass dieser Kanal und insgesamt unser Projekt international und global wird. Und darauf freuen wir uns, euch diese Interviews zur Verfügung stellen zu können. Elke, bitte. Ja, mit diesem Video möchten wir euch kurz erklären, was wir hier auf diesem Kanal vorhaben, warum wir das machen und was eure Rolle dabei sein kann. Ja, ihr habt richtig gehört. Es geht ums Mitgestalten, Co-Kreieren und dabei auch noch Spaß haben. Ja, wie gesagt, es geht um die kollektive Weisheit der vielen, also auch von euch, und die zu ernten, um eine neue Politik in die Welt zu bringen. Darf ich mal fragen, warum brauchen wir denn überhaupt Pioneers of Politics? Warum brauchen wir eine neue Art der Politik? Ja, die Frage nach dem Warum, die zentrale Frage hinter allem, warum nicht weiter so wie bisher? Wenn wir hier nach einer Art System-Upgrade für das Betriebssystem der heutigen Politik suchen, dann sicher nicht deswegen, weil alles schlecht wäre, sondern weil wir sehen, dass wir mit den Logiken der heutigen Politics as usual an viele, viele Grenzen stoßen. Stichworte sind der Parteienstreit, kurzfristige Entscheidungshorizonte, die komplexen Herausforderungen wie Klimakrise, Wirtschaftskrise, Finanzkrise, Krise der biologischen Vielfalt und zuletzt die Corona-Krise. Und alle diese Krisen machen ein Muster sichtbar. Politik versucht häufig auf komplexe Herausforderungen mit eher technischen Mitteln oder kosmetischen Reparaturen zu antworten und quasi wie eine Feuerwehr zu reagieren, akute Brände zu löschen, aber die dahinterliegenden systemischen Brandursachen werden nicht beseitigt. Und was immer schmerzlicher fehlt, ist etwas wie ein Innehalten, ein kollektives Innehalten, sich verbinden mit dem, was gerade ist und was uns eben verbindet mit uns selbst, miteinander und mit der Natur. Und wir denken, dass daraus bessere und langfristig belastbare Lösungen und Konzepte entwickelt werden können. Ja, und das ist ja auch gar nicht verwunderlich, dass die Situation so ist, denn die politischen Akteure sind ja eben auch Teil des Systems, eines Systems von kollektiven Denk- und Verhaltensweisen, von Werten, Gewohnheiten, die das gute Leben
eben eher über individuelles Wollen als über das Gemeinwohl definieren und auch gerade dadurch die komplexen Probleme mit verursachen. Es gibt aber nicht nur eine schlechte Nachricht, denn das heißt im Umkehrschluss auch, dass sich das ändern lässt und dass es wirklich nicht unwichtig ist, sich individuell mit unseren eigenen Denk- und Verhaltensweisen auseinanderzusetzen. Dabei steht natürlich auch im Raum, wie kann das skaliert werden, damit sich neue Denk- und Verhaltensmuster auch im kollektiven Bewusstsein zeigen. Genau, skalieren bedeutet im Prinzip auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig anzusetzen. Wir brauchen einerseits große, weitreichende, mutige Visionen. Wir brauchen sowas wie Realutopien, die eben stärker am Alltag schon andocken. Und wir brauchen konkrete Schritte auf der Mikroebene, die jeder von uns im eigenen Alltag heute umsetzen kann. Und alles das sollte mit den Belastungsgrenzen unseres Planeten vereinbar sein. Boah, große Vorhaben, viele Lösungen, klingt alles super gut. Aber wie könnte oder sollte denn so eine andere Politik aussehen? Und da zitiere ich jetzt Karen O'Brien, die von der Universität Oslo ist und auch in unserem LIFT-Team, die fragt, wie können wir unsere Gesellschaften transformieren in dem Ausmaß, der Geschwindigkeit und der Tiefe, die heute erforderlich sind? Ja, und eine integrale Antwort darauf könnte sein, wir brauchen eine Politik mit einem deutlich weiteren Horizont. Das betrifft den inneren Horizont, es betrifft den äußeren Horizont und auch den zeitlichen Horizont. Wir brauchen eine Politik mit mehr Fantasie, mit mehr Vertrauen in unsere Fähigkeiten, aber auch in unsere Möglichkeiten. Eine Politik mit mehr Mut, die Komfortzonen des Gewohnten, des Politics as usual zu verlassen. Eine Politik, die die aktuelle Realität zur Kenntnis nimmt und anerkennt, aber dabei den Raum des Möglichen drastisch erweitert. Und die auf dieser Grundlage tut, was nötig ist, weil es nötig ist. Cool. Bleibt also die Frage, wie und wo und wann kann man das erleben? Gibt es da schon was? Ja, hier auf diesem Kanal. Denn es gibt schon unzählige gute und vielversprechende Ansätze, wenn man den Fokus von den Problemen auf die Lösungen verschiebt, wie man eben in diesen Videos sieht. Von kommunalen Bewegungen, die in einer Stadt was ändern wollen, bis zu globalen Initiativen. Im Moment ist dieser Wunsch nach Veränderung so deutlich und überall poppen solche Initiativen auf. Das ist wirklich sehr ermutigend. Ja, und deswegen hat Pioneers of Politics drei Ziele. Erstens, die Serie Pioneers of Politics stellt Menschen, Projekte und Initiativen vor, die daran arbeiten, eine integrale Vision von Politik oder eben Aspekte davon umzusetzen und in die Welt zu bringen. Und zweitens, Pioneers of Politics zeigt, was wir von den Erfahrungen dieser Pioniere für andere Kontexte lernen können. Und drittens, Pioneers of Politics will dich, sie als Zuhörende inspirieren, sich selbst auf den Weg zu machen und an einer integralen Politik mitzubauen. Und wie ihr dabei mitmachen könnt, auch das steht unten in der Beschreibung dieses Videos. Und Elke sagt gleich noch was dazu. Ja, wir haben euch unterhalb der Beschreibung dieses Videos einige Links eingestellt. Das sind Links zu verschiedenen Umfragen und zu digitalen Beteiligungstools, mit denen wir auch innerhalb unseres Projekts experimentieren. Und wir laden euch ein, euch über diese Tools an der Suche nach dieser neuen Qualität von Politik zu beteiligen. Dort könnt ihr eure Ideen, eure Wünsche, eure Visionen einspeisen und damit ja zu einem umfassenderen Bild der neuen Politik beitragen. Ja, und damit freuen wir uns auf euch und auf eure Ideen. Und wir wünschen euch nicht nur mit diesen Umfragen, sondern vor allem auch mit den Videos auf diesem Kanal viel Spaß. Viel Leichtigkeit. Und viel Inspiration.